So, Ben, hast du Bock? Ganz ehrlich? Ja, ich hab Bock. Oh, shit. Mann, Alter. Bye, Babe. Guten Morgen, meine Freunde. Ich habe jetzt gerade meine Freundin Carina einmal kurz zur Arbeit gefahren. Und zwar muss sie heute schon wieder arbeiten in 2020. Frohes neues Jahr übrigens. Das Video kommt sowieso frühestens im Februar. Ganz spontan jetzt einfach mal wieder die Kamera genommen und mich dafür entschieden, heute einen kleinen Vlog zu machen. Heute passiert wieder ein bisschen was. Carina zum Beispiel muss wieder arbeiten, aber ich habe noch meinen letzten freien Urlaubstag. Aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen was schaffen und natürlich ich als YouTuber. Ich werde mich niemals selbst YouTuber nennen. Und zwar möchte ich heute noch ein bisschen was schaffen. Ich will noch den einen oder anderen Vlog schneiden, anfangen zu schneiden, mal gucken. So, dann lasst uns erstmal ein bisschen in den Tag hinein starten, ein bisschen in den Flow kommen, indem wir jetzt ein bisschen was abarbeiten, ein bisschen Video schneiden, ein bisschen Video hochladen, ein bisschen Thumbnail erstellen. Die ganzen klassischen YouTuber-Dinge, die man eben so an einem Montagmorgen um 7:30 tut. Hit it. Die Stunden vergehen und ich krieg ohnmals Hunger. Jo, Stunden hänge ich an diesen Videos und ich werde zur Hölle noch nicht fertig. Junge, ihr wisst nicht, wie viel Arbeit in diesem verfickten Schnitt drin steckt, ne? Wirklich so viele Stunden und ich bin immer noch nicht dran. Alter, ich klopp den ganzen Tag dieses Video hier und es wird nichts. Es ist jetzt schon 2:55, komplett 1/2 Tag schon rum. Ich bin jetzt aber schon zu spät. Und zwar habe ich vorhin auch schon schön vorbereitet. Habe ich wieder ein bisschen was auf eBay vertickt. Da bringe ich dann jetzt auch das ein oder andere Paket weg. Dann fahren wir direkt zum Friseur und dann holen wir auch schon gleich Carina wieder ab. Die ist dann ready mit der Arbeit. Ja, dann wollen wir direkt zum Sport. Also würde ich sagen, ich bin pumped. Let's hit it. Machst du 15 bitte, ja? Okay. Dankeschön. Schönen Tag noch, danke gleichfalls. Ich bin aber viel zu spät. Carina wartet schon, die holen wir jetzt direkt ab und dann geht's zum Sport. Frisch gewaschen mit glänzenden Felgen. Die Felgen glänzen mehr wie meine Zukunft. Let's hit it. Oh, bitte tanken. Durchgehen steht bei diesem Auto. Bitte tanken. Kauf dir einen Diesel, sagten sie. Diesel ist sparsam, sagten sie. Und dann kam der 3 Liter. Und hat alles kaputt gemacht. Von dem ganzen Vorhaben und dem Friseur und allem weiß Carina eigentlich gar nichts. Das alles ist eine kleine Überraschung. Das mache ich immer so. Ich erzähle irgendwie nie, wenn ich zum Friseur gehe. Und dann treffen wir uns einfach und dann sie, du warst mein Friseur. Und ich, ja, ich war mein Friseur. Genau so läuft das Gespräch dann immer ab. Deswegen filme ich jetzt mal ihre Live-Reaction, wenn sie hier ist. Aber sie ist hier gar nicht. Oh,
Aufmachen. Ist auf. Ich wusste es so sehr. Oh, du hast mir einen Kalender mitgebracht. Hä? Du hast mir einen Kalender mitgebracht. Ja, hab ich. Dran gedacht. Hi. Hi. Warte, du warst beim Friseur. Ja, ich war beim Friseur. Man glaubt es kaum. Nein, man glaubt es wirklich kaum. Leute, ich sage ihm so oft, gewöhnt es zum Friseur. Weißt du? Also ich sage es wirklich oft, sehr oft. Ich stand hinter dem Benzer, ist jetzt ekelhaft, wenn ich jetzt... Aber dieses Mal ging es relativ schnell. Ging es wirklich schnell los? Gestern erst gesagt? Gestern oder so. Jetzt weiß ich auch, was die kleine Sache war, was du machen wolltest. Richtig. Ach du heilige Scheiße. Was war das für ein Geistes? Das war so voll. Kess Workout. Das habe ich noch nie erlebt. Die haben jetzt alle Neujahrsvorsätze. Ja. Und das schwankt dann so nach 2 Monaten wieder ab. Ich habe so einen neuen Trainingsplan seit 2 Wochen. Der ist so behindert geil. Du kannst auch mich filmen, wenn ich rede. Das wäre schon so Mann! 2020 wird eskalationsmäßig so rasiert, fitnessmäßig. Alter, habe ich Bock. Jedes Mal, wenn ich aus dem Fitnessstudio rauskomme, habe ich immer noch mehr Bock. Das ist nicht mehr normal. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Dann komme ich lieber rein, weil rausgucken tue ich so extrem gern, sage ich dir. So, meine Freunde, es ist schon spät geworden. Wir haben schon kurz vor 9. Trotzdem habe ich noch eine kleine Mission. Carina hat mir heute Mittag den Kalender mitgebracht und will ich gar nicht lange dran rumfuchseln, sondern den gleich aufhängen. Und dann habe ich auch noch Bilder von mir und Carina. Die wollte ich schon seit Wochen mal hier hinhängen. Haben wir hier schon mein Kleiderrack. Und hier habe ich ja meine anderen Bilder so einmal hingeballert. Und jetzt fand ich das hier sehr leer und da wollte ich die jetzt auch noch hinhängen. Aber wie gesagt, schon seit Wochen liegen die hier und die haben schon wieder Staub angesetzt. Deswegen. Und dann machen wir das jetzt erstmal. So, Tutorial, how to nagel a nagel in the wand. We take a nagel and we nagel the nagel into the wand. So, wir haben unsere Markierung schon gemacht. We have the nagel into the wand genagelt. And now we take this and put it over here. And that was the tutorial. Aber erstmal müssen wir die Kacke da wegmachen, das gefällt mir nicht. In meine Box. Hier haben wir alle heftigen Sticker. Gang, gang. Im Rot. Rot? Mhm. So, jetzt ist das Official noch gepimpt. Hier, 31. Januar und 18. Februar. Tragt es euch in den Kalender ein, Freunde. Da kommt mein Album raus. Ich habe irgendwie Bock zu nageln. Soll ich hier unten noch einen reinknallen? Hier wäre ja auch noch geil, wenn hier noch einer wäre. Oder nur hier? Ne, nur da. Ja, safe, safe. Ja, safe, safe, mach ich. Einfach machen, Leute. So, ich knall jetzt hier unten auch noch einen rein. Ich sag's ja immer wieder, ne? Immer reinlatzen, das Ding da. Mein Motto. So, rüber, mein Schatz. Let's hit it. Ich würde mit dem hier anfangen. Das soll hier hin. Das war einfach unser allererstes Bild. Stimmt. Das soll da hin. Und das soll hier ein bisschen weiter tiefer in die anderen. Oh mein Gott, wir schaffen ja hier richtig noch was, Alter. Jetzt kommt der Bums hier hin. Einfach mal Freestyle ein bisschen. Ein bisschen zu tief vielleicht sogar. So, bevor mir die Kamera wegen dem Akku abschmiert, beende ich jetzt diesen Vlog mit dem schönen Erfolgserlebnis. Nochmal die Bilder und den Kalender frisch heute bekommen, direkt aufgehängt. Direkt erledigt, das ist doch schön. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.